Mein Freund wollte sich ernsthaft für 18 Euro Batik-Socken kaufen. Habe ich erstmal gesagt, gib mir lieber das Geld, ich kümmere mich. Also weiße Socken von ihm geschnappt und mal schauen, wie nah wir ans Original kommen. Farbe hatte ich noch hier rumliegen und die Schälchen sind von einem Nachtisch, den ich im Moment übertrieben suchte. Und das kann man ja noch wunderbar verwenden. Meine gut eingerollten Socken habe ich dann in die Schälchen getunkt und die Socken waren anscheinend ordentlich durstig, denn so viel Farbe ist da nicht übrig geblieben. Dann noch ein bisschen Rot dazu genommen für das perfekte Finish und dann lassen wir das Ganze mal einwirken. Ein paar Stunden später schauen wir uns an, ob die Socken jetzt 18 Euro wert sind. Für manche Leute ja vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, weil sie mein Freund getragen hat. Und warum trage ich eigentlich beim Färben Handschuhe und beim Auswaschen nicht? Das war ja wieder richtig schlau von mir. Die Farbe geht nämlich gar nicht von den Fingern ab. Habt ihr da irgendwelche Tipps? Und die Socken sind ja wohl mega geworden. Viel cooler als das Original und 18 Euro gespart.